Schönen guten Morgen, good morning from down under, hier aus dem australischen Outback zwischen Darwin und Townsville. Wir fahren gerade mit dem Ding, was hier hinten steht, von der Nordküste an die Ostküste. Verbraucht nur 17 Liter pro 100 Kilometer, ja, wenn wir 110 fahren, also ganz sparsam. Wenn wir durch 5 teilen, sind wir fast bei einem 3-Liter-Auto. Aber heute wollte ich mal über was anderes erzählen als über nachhaltige Entwicklung, Fasten und Meditation sind ja noch zwei Themen, über die ich schon erzählt habe, und heute kommt so ein bisschen das vierte Thema, was mir wichtig ist und am Herzen liegt und womit ich mich auch ein bisschen mehr beschäftigt habe und dadurch vielleicht auch ein paar interessante Sachen erzählen kann, die vielleicht nicht alle wissen. Und zwar geht es heute um Homeschooling, wie man das auf Englisch nennt, oder World Schooling, IUF, Instruction Familiale auf Französisch. Auf Deutsch würde ich sagen, frei lernen, ne? Weil man kann auch sagen Schule zu Hause, aber es gibt da verschiedene Ansatzweisen, und das, was wir machen, ist eigentlich weniger Schule, auch wenn wir ab und zu mal sowas ein bisschen wie Unterricht machen, so ähnliche Sachen. Ein bisschen formalisiert, aber natürlich nicht so wie in der Schule. Ne? Und ja, da gibt es viel zu sagen. Es gibt einen Film, der heißt Captain Fantastic. Wer den noch nicht gesehen hat, der sollte den unbedingt mal sehen. Kann ich sehr empfehlen. Das ist so ein bisschen, und so wie es da in dem Film ist, so ähnlich machen wir das auch hier. Die 2 Jahre zumindest, die wir auf Reisen sind. Aber zu Hause ist es auch halt eher frei lernen. Am Anfang noch weniger gewesen. Da hat vor allen Dingen Anki noch ein bisschen mehr Unterricht gemacht, meine Frau, ne, mit den Kindern, so formellen Unterricht, und machen wir auch jetzt ab und zu mal. Aber wir gehen eigentlich immer mehr, wie das auch andere Familien machen, die damit anfangen, die Kinder aus der Schule rauszunehmen, immer mehr in Richtung Freilernen, also Self-Directed Learning nennt man das auch auf Englisch, ne? Was eigentlich auch ein bisschen so der wichtigste Grund dafür war, warum wir die Kinder rausgenommen haben aus der Schule, dass die halt ihre eigenen Interessen nicht aus den Augen verlieren, wie das halt eigentlich der Fall ist, ne? Wenn sie immer wieder was vorgesetzt bekommen, so ein vorgeschriebenes Menü, dann vergessen sie halt ihre eigenen Lerninteressen irgendwann mal. Wurde in Studien bewiesen, dass ab dem Alter von 6 Jahren Kinder die natürliche Neugier verlieren zu lernen, die natürliche eigene intrinsische Motivation zu lernen ab 6 Jahren. Und das ist kein Naturgesetz, dass man ab 6 Jahren weniger Lust hat zu lernen, sondern es liegt eben daran, dass man in die Schule reingeht und dass dort dann Lernen zur Pflicht wird. Und Lernen als Arbeit definiert wird und angesehen wird, von den Erwachsenen auch so rübergebracht wird. Alles, was Spaß macht, ist nutzlos, sinnlos, bringt nichts. Und Arbeit, das, was sinnvoll ist, das kann eigentlich keinen Spaß machen. Ne? Und so machen dann die Kinder die Unterscheidung zwischen Spaß und Ernst und Spielen und Arbeiten und Lernen kommt dann eigentlich mehr auf die Seite von Arbeiten. Dazu gibt es 4 interessante Sachen von André Stern. Könnt ihr auf YouTube gucken. André Stern, ein Deutsch-Franzose, hat viele Sachen auch auf Deutsch, aber auch auf Französisch. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Spielen, Jouer. Und der hat auch mitgemacht bei einem Film, also mit an der. Sein Vater macht damit, Arno Stern, ist ein Jude, der. Also seine Familie waren Juden, die aus Deutschland geflohen sind, nach Frankreich, während der Nazi-Zeit. Und dieser Film Etre Devenir ist erst auf Französisch entstanden, glaube ich, ist, aber gibt es auch auf der deutschen Übersetzung, in der deutschen Übersetzung. Etre Devenir, Sein und Werden. Das ist der Film, den wir geschaut haben, der uns mit vielen anderen Sachen zuvor, die wir schon gehört haben und gelesen haben. Und aber der hat so, es war so der Auslöser dafür, dass wir die Kinder aus der Schule rausgenommen haben. Und in Frankreich ist das übrigens legal. Da gibt es nur eine Bildungspflicht, keine Schulpflicht. Man muss ein Kind bilden, das wird auch einmal pro Jahr kontrolliert von der Schulbehörde. Da kommt jemand nach Hause, 2 Stunden, redet mit den Kindern, mit den Eltern. Und das Sozialamt kommt auch einmal pro Jahr nach Hause. In Deutschland ist sowas leider nicht möglich. Da gibt es die Schulpflicht. So wie es die heute gibt, ist die im Dritten Reich durchgesetzt worden und wird leider auch
in den meisten Bundesländern vom Sozialamt ziemlich hart durchgesetzt. Ne? Also man kann da sein, seine Erziehungsberechtigung, das Sorgerecht kann man dafür entzogen kriegen und Strafen, also Geldstrafen und so, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, finde ich skandalös. Ne? Fridays for Future ist ja auch so, wir machen jeden Tag for Future, every day for Future, also aber nicht unbedingt deswegen, weil ich sage, wenn es keine Zukunft gibt, brauche ich auch keine Bildung für meine Kinder oder meine Kinder brauchen keine Bildung, sondern im Gegenteil, meine Kinder brauchen mehr Bildung als das, was sie in der Schule kriegen. Aber da werde ich noch in anderen Videos drüber reden, warum ich denke, dass die Bildung in der Schule ziemlich uneffizient ist und warum wir uns eher dafür entschieden haben, dass sich unsere Kinder selber bilden, im Humboldtschen Sinne, ne? So ein bisschen. wartet. Ach ja, eins noch, viele Leute fragen mich, wo wir unterwegs sind, wie machen wir das? Mit der Schule, ne? Also wie rechtfertigen wir das vor der Schulbehörde, dass unsere Kinder jetzt 2 Jahre nicht in die Schule gehen? Also wie gesagt, erstens in Frankreich, wir haben unseren Hauptwohnsitz in Frankreich, da ist es sowieso legal. Aber ich meine, selbst wenn ihr in Deutschland wohnt und man ein Jahr reisen wollt mit euren Kindern oder 2 Jahre, das ist ja praktisch, also die Schulbehörde hat da nichts zu sagen. Ne? Das ist praktisch wie wenn ihr ein Jahr oder wenn ihr permanent irgendwo anders hinzieht, wenn ihr aus Deutschland nach Frankreich zieht oder aus Deutschland nach Österreich, wo Heimunterricht übrigens auch erlaubt ist. Wenn ihr einfach aus Deutschland wegzieht, ja, was soll die Schulbehörde dazu sagen? Ne? Ihr müsst da nichts nachweisen. Ihr könnt ja für immer irgendwie nach Österreich ziehen oder nach Spanien oder nach Kanada oder wo auch immer hin. Was wollen die Deutschen dazu sagen, wenn ihr einfach wegzieht und dann vielleicht nach 2 Jahren wieder nach Hause, nach Deutschland nach Hause kommt? Also man könnte sich dann darüber Gedanken machen, wenn die Kinder dann wieder ins Schulsystem rein sollen, in welche Klassenstufe die dann rein sollen. Aber das kann man ja auch für Leute, die von Kanada oder Österreich oder von woanders auch immer nach Deutschland kommen, das erste Mal, die haben ja genau dasselbe Problem, ne? Und sie müssen dann einfach eingestuft werden. Das wird dann mit einem Schulpsychologen gemacht oder mit einem Test oder was auch immer. Und dann kann man das ja auch immer wieder anpassen und adaptieren. Also ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, die Kinder frei lernen zu lassen, ohne Schule. Aber Schule hat sicherlich auch einen gewissen Vorteil, ne? Dass beide Elternteile arbeiten können und dass man dadurch mehr Geld verdient zum Beispiel. Also ich meine, unsere Kinder lernen zu Hause oder unterwegs, ne? Und das kostet uns zwar kein Schulgeld wie für eine private Schule, für Waldorf oder Montessori oder so, aber dafür haben wir ein Gehalt weniger, ne? Und das bedeutet praktisch, dass uns das mindestens 1000 Euro pro Monat kostet, wenn wir mal von einem niedrigen Gehalt ausgehen. Also dafür könnte man 330 Euro Schulgebühr pro Kind ausgeben für eine private Schule. Und dann wäre es ungefähr genauso teuer. Ne? Also es kostet trotzdem was. Uns ist eine Entscheidung, wir sind nicht reich, aber es sind Prioritäten. Okay, das soll es erstmal reichen. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Und wenn ihr Fragen habt, gern gehe ich noch tiefer in das Thema. Und es gibt noch viel zu sagen zu Lernmotivation und extrinsische, intrinsische und positive, negative Verstärkung und so. Und naja. Also liebe Grüße und bis später. Tschüss.